Ja, adäquat zum vorherigen Bastian Glut Zero mal 2. Jetzt hier Bastian Glut Zero, Bastian Feuer Zero mal 2, die rote Variante. Bei einem alkoholfreien Wein ist es interessant, ein möglichst intensives Produkt, Ausgangsprodukt zu haben. Deswegen hier die Mischung aus Cabernet Mitos und Spätburgunder. Ein sehr dunkler Rotwein. Ja, hier durch den Gerbstoff sogar ein bisschen mehr die weinige Komponente, aber eben ohne dieses Wärmende des Alkohols. Wie vorhin schon mal erwähnt, gesüßt mit den Süßstoffen Acesulfam K und Aspartam. Bei Aspartam muss angegeben werden, enthält eine Phenylalaninquelle. Das ist was ganz Normales, kann man sagen, sogar richtig biologisches. Aspartam ist der naturähnlichste Süßstoff, da er auf einer Aminosäure basiert. Es gibt aber Menschen, die diese Aminosäure nicht verarbeiten können, die anreichern im Körper und die müssen eben Produkte mit der Aminosäure Aspartam meiden. Das ist ziemlich heftig, weil die ganz viel Normales, das heißt beispielsweise einen Joghurt, nicht essen dürfen. Da aber eben hier diese enthält eine Phenylalaninquelle draufsteht, haben wir uns beim nächsten Produkt, aber da komme ich gleich drauf, entschieden, mal ohne diesen Zusatz zu süßen, einfach um das mal auszuprobieren, auch wegen der Akzeptanz. Und da kommen wir jetzt gleich dazu, aber jetzt erstmal den roten, alkoholfreien Glühwein genießen. Wenn Sie mehr Informationen wollen, wie er entstanden ist und Sie nicht im Bereich der Online-Weinprobe sind, dann gehen Sie auf unseren Bastian Glut Zero. Da erfahren Sie eben, wie es zu diesen Glühweinen gekommen ist. Zum Wohl!